Heute stelle ich euch meine Top 5 Wassermonster 3 Sterne Edition 2021 Edition vor. Ja, ohne zweiter Weckung. Geht mehr auf meine persönlichen Art zurück. Und jetzt muss ich diese Kiste mal öffnen, die geben mir gerade die ganze Zeit. Steht mir. Oh, guck mal, Colin hatten wir im vorletzten Video, was das betrifft. Krass, Mann. Okay, wir starten mit Purian. Purian, der Inferno, ist für mich auf der Platz 5. Mit dem ersten Skill greift einen Feind mit einem starken Hieb an. Bei einem kritischen Treffer wird dein Angriffsbalken um 30% erhöht. Durchstößt einen Feind mit einer spitzen Eislanze. Die Crit-Rate steigt um 50%, ist der Treffer kritisch, wird der Feind betäubt. Füllt den Angriffsbalken aller Verbündeten um 50% und erhöht eine Chance auf einen kritischen Treffer. Und genau da haben wir schon sein Potenzial. Hat er leider einen sehr niedrigen Base-Speed. Aber er erhöht die Angriffsbalken der Verbündeten um 50%. Das bedeutet, man benutzt ihn oder man hat, ich glaube, man sieht es nicht mehr so stark, deswegen ist es bei mir jetzt auf Platz 5, man hat ihn sehr stark in Cleave-Kombos gesehen. Ja, dadurch, dass er einen 50% Angriffsbalken hat, plus noch die Crit-Rate erhöht, ja, muss so gesehen, sprich die Nuker, sprich beispielsweise ein Lucian, muss dann nicht auf 100 Krate sein, dadurch, dass er sowieso einen Crit-Buff landet, also gibt. Ja, dadurch ist es natürlich nochmal ein bisschen angenehmer. Sprich, man baut einfach nur schnell. Egal wie schnell. Ob es Flat-Runen sind, ob es sonst was ist, schnell. Mehr braucht er nicht. Einfach nur schnell, er soll drankommen, weil der Rest des Teams im besten Falle dann beispielsweise Lucian sowieso down ist. Ja, und dafür war er da. Oder ist immer noch da. Manche, vielleicht benutzen ihn manche noch. Sieht man, glaube ich, nicht mehr so häufig, aber manche benutzen ihn bestimmt noch. Und genau da ist sein Einsatzgebiet. Als nächstes haben wir Talc. Talc ist ein cooles Monster. In eher BK. Ich nehme mal BK jetzt mal so mit als Hauptgrund, ja. Da er halt als Wassertank gilt. Wir lesen einmal die Skills durch. Stürmt zum Angriff und provoziert den Feind für eine Runde mit 50% Chance. Er holt mit einem antreibenden Gebrüll die HP aller Verbündeten und erhöht die Verteidigung für 2 Runden. Die erholte HP ist proportional zum Max HP und senkt den erlitterten Schaden um 50%, wenn der Schaden geringer als 20% der Max-HP ist. Also, wir merken, es ist ein Monster, was als Wind-Tank gilt. Ja, also hauptsächlich soll er Windmonster tanken. Deswegen nehme ich jetzt den Hauptfokus mal BK. Weil im BK gibt es sehr viele Offenses, eventuell die mit Windmonster, wo der Windmonster DD ist, die ist das Sierra beispielsweise, wobei Sierra eventuell ein bisschen schwierig ist durch Bombe, aber beispielsweise Sierra oder was ist noch so vertreten gerade, was Wind ist, ja, weiß ich jetzt nicht, komme ich jetzt nicht drauf, aber eventuell gibt es noch ein paar Devs, mir fällt jetzt aber gar nicht sein, aber beispielsweise Sierra Tank, Bam, Buff, Bum, Bing, einfach Tanky bauen, wir haben es ja hier gelesen, alles mit der Max HP zu tun, sprich also baust den Tanky, am besten HP, nicht mehr unbedingt auf Vio, würde ich unbedingt, muss nicht unbedingt sein, vielleicht sogar auf Revenge, so Revenge, Schutz, Wille oder so, beispielsweise, einfach schön nervig bauen und dann macht er, glaube ich, seinen Job auch ganz gut. Auf Platz 3 angekommen ist für mich Traktor. Ja, Traktor macht fast dasselbe wie Talc, kann man sagen, ja. Attackiert den Gegner zweimal und fügt ihm Schaden proportional zu deiner Verteidigung zu. Jeder Angriff betäubt das Ziel mit 25% Chance für eine Runde. Leidet das Ziel unter keinen schädlichen Effekten, leidet er einen zusätzlichen Angriff. Ein markerschütterndes Brüllen. Oh Mann, da sieht man, wie alt diese Monster sind. Was ist das denn für Textbeschreibung? Den Feind mit 50% Chance, eine Runde zu provozieren. Fertig. Verdrehende Sinne passiv. Gibt Immunität gegen Effekte, die die Verteidigung schwächen. Dein Angriffsbalken füllt sich jedes Mal um 30%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Babam. Sehen wir wieder, eher offenslastig. In manchen Death-Kombinationen, beispielsweise Savannah. Sehr gutes Monster gegen Savannah, weil er halt, wie gesagt, dagegen immun ist. Was noch? Galeone. Gutes Monster gegen Galeone-Devs beispielsweise. Sowas halt. Alles, was Deathbreaks macht, im besten Falle sogar eher Wasser-Feuer ist, ja, dann
hat er auf jeden Fall einen guten Einsatzgebiet. Einfach wieder relativ, ich würde ihn auf Crit Damage bauen schon, aber ich würde ihn auch schon ein bisschen tanky gebaut schon, also dass er schon Damage macht, aber nicht zu wenig HP hat, ja, sondern eher so beides gepflegt so ein bisschen hat, mehr Richtung Tank als Richtung Damage. Und dann macht er seine Sache halt in bestimmten, gegen bestimmte Defenses. Ja, was wiederum auch wieder eher so ein bisschen GKBK eher veranlagt ist. Auch wieder einen sehr guten Job. Dazu hat er natürlich auch noch ein Gildenlied mit HP. Auch ganz nett eigentlich. Aber wie gesagt, hauptsächlich dafür da halt, um genau solche Sachen abzufangen. Ja, um solche Sachen sehr gut abzufangen. Gegebenenfalls sogar auch ein gutes Monster gegen Martina Shiner-Dev. Kann man bestimmt auch gut nutzen. Dadurch, dass er, wie gesagt, keinen Deathbreak landen kann. Shiner macht AOE, bla bla, bum bum, bam bam. Wisst, was ich meine, ne? Also da ist er an sich auch nicht verkehrt. Gutes Monster in Offenses. Kommen wir zur Zweitplatzierung, was für mich Rina ist. Rina ist hauptsächlich auch wieder in der Offense gedacht, eventuell auch für Defenses in Arena, aber das sieht man nicht mehr so viel tatsächlich. Sie ist dafür da, zu tanken. Und das macht sie auch sehr gut. Sehr gut, ja. Man spielt sie in der Regel eher auf 100 Res und dann tanky. Tanky, tanky, tanky. HP, HP, HP und dann schön 100 Rest reinballern. Muss nicht schnell sein oder sonst was, soll sie nicht mal. Sie dient hauptsächlich dafür, Sierra beispielsweise zu tanken. Greift den Feind an und erholt die HP um 50% der zugefügten Schaden. Dieser Angriff fügt entsprechend deiner Max-HP mehr Schaden zu. Erholt die HP des verbündeten Ziels um 25% und die HP aller anderen Verbündeten um 15%. Erlangt einen Schild, der 2 Runden lang 20% deiner Max-HP Ausgleich, wenn du mit einem kritischen Schlag angegriffen wirst. Automatischer Effekt. Und ich glaube, jeder kennt Rina, oder? Beispielsweise TUA-Stages. Nervig. Ja, auf jeden Fall ein Monster, was mehr dazu dient, halt Wind-Tanks, hauptsächlich Sierra, zu tanken. Aber im Großen und Ganzen kann man ihn fast gegen jedes Windmonster stellen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Death hast, die sehr populär wird derzeit. Ja, derzeit. Sierra can busted. Oder nehmen wir mal Sierra Feuer DD busted. Ja, und Rina, stellst du Rina rein. Ken und Sierra machen nichts gegen die. Sehr wenig nur. Außer der Strip landet perfekte Timing. Ja, etc. Dann ja. Aber im Großen und Ganzen macht Rina, fängt eigentlich jede Bombe ab. Sehr gut. Solange, wie gesagt, der Strip nicht perfekt sitzt von der KI. Ist sie auf jeden Fall ein gutes Monster. Mit 100 Res, eventuell landet die Bombe nicht mal, dient halt wie gesagt hauptsächlich daran, auch wieder Sierras zu tanken. So, und auf Platz 1 ist für mich Megan. Kommen wir jetzt mal mit ganzen Defenses weg und gehen jetzt mal auf die Offense. Sprich also was heißt nicht nur auf GKBK, sondern gehen mal, wir erweitern unser Horizont und nehmen Megan jetzt auf Platz 1, weil Megan, na gut, es ist ein Busted. No low budget Busted. Ja? Erster Skill, beschwert Krähen, um den Feind anzugreifen und fügt mit einer Chance von 70% eine Runde lang konjunktiven Schaden zu. Überdeckt den Feind mit Gift, entfernt einen vorteilhaften Effekt und verhindert eine Runde lang, dass das Ziel vorteilhafte Effekte erhalten kann mit einer Chance von 75%. Und Stärkungsspruch, erhöht die Angriffsleistung aller Verbündeten um 20% oder erhöht die Angriffskraft und Verteidigung um 2 Runden. Das bedeutet, sie ist natürlich auch wieder ein guter Attack-Bar-Pusher. Womit spielt man das? Beispielsweise Lucian. Muss nicht Lucian sein, kann auch eine Julie sein oder ähnliches. Ja. Natürlich in der Arena-Offense, aber auch in manchen GKBK-Offenses, die man halt als Cleave bzw. als Nuke nutzt. Ja, wie gesagt, Beispiel Lucian. Ja, ist sie, wenn man beispielsweise keine Bastard hat, sie die erste Wahl. Weil sie eine Busted am ehesten noch ähnelt. Busted ist natürlich besser, aber Megan ähnelt sehr stark. Aber nicht nur da kann man sie einsetzen. Beispielsweise auch DB12, wenn man noch kein Trickaro-Team hat, ist sie eine sehr gute Option. Durch die Buffs, die sie setzt, aber auch durch den zweiten Skill. Und die KI ist relativ gut von Megan, dass sie auch das macht. Die macht das, glaube ich, erst, wenn wirklich die Wille da ist. Vorher setzt sie diesen Skill gar nicht ein. Ja, ich habe sie sehr häufig, sehr lange benutzt, als ich noch kein Trickaro-Team hatte in meinem DB12-Team. Und da ist sie sehr gut aufgehoben.
Naja, man baut sie halt schnell, je nachdem, aber schnell. Mit Speed HP HP im besten Falle, aber auch mit ACC ist wichtig. Ja, muss aber nicht sein, wenn man sie für Cleaves etc. benutzt, muss sie nicht unbedingt HP HP haben. Da geht es einfach nur um schnell zu sein. In Dragons würde ich eher schon ein bisschen mehr auf HP achten, aber da auch auf die ACC achten. So, und das waren meine Top 5 Wassermonster 2021 Edition. Stand, weiß ich nicht, wann das Video rauskommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Als nächstes nehmen wir dann die Windmonster dran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein. Tschüss.